Jo, und hallo, ich wollte mal OMSI 2 wieder spielen. Ich habe jetzt die ganze Zeit OMSI 2 schon wieder vernachlässigt und ich dachte, ja, da will ich jetzt noch mal so 1,5 Stunden so im OMSI hängen. So, mal eben sehen, dass ich den richtigen Bus finde hier, Neundorf. Sieht ja ein bisschen komisch aus hier im Bild. Okay. Bin ja mal gespannt, ob das klappt. So, das ist ja ein bisschen komisch, dass der das Bild rausschmeißt, wenn ich hier was auswähle. Aber wie kommt das Bild gleich wieder? Damit ihr auch was seht. Ja, tatsächlich, es klappt. Wollte ich mal gucken, was wir fahren. Ich denke mal zweimal irgendwo Neuendorf durch. Wir fahren erstmal zum Bahnhof, denke ich. Fahren die Linie 1. So, erstmal anschmeißen das Gerät. Die macht sich halt nur die Probleme mit dem Lenkrad ein bisschen mehr bemerkbar, muss ich sagen. Kann man die Todeszone nicht so richtig gut einstellen, finde ich.
So, jetzt habe ich natürlich geguckt, welche Ampelphase jetzt war. Ja, gerade rot wahrscheinlich. Ja, Pech gehabt. Ich hatte irgendwann vor längerer Zeit auch schon mal umsatzfrei gespielt, aber ich glaube, da war die Aufnahme nicht so pralle, dass ich das dann nicht hochgeladen habe auf YouTube. Da hat das recht lange gedauert, bis es funktioniert hatte. Da wird wahrscheinlich gerade erst ein Bus gefahren sein. Steht nämlich nichts mehr rum hier. Haltestelle Bremse an. Ich gucke mir mal gerade Fahrpläne an, wie die sind. Ja, 17:30 Uhr wäre der nächste. Ja, eine Person steht da zumindest schon mal. Ich glaube Freiberger Ring, ne? Das war die Linie 301. Die gleich dahin laufen, ne? Aber erstmal stellen wir alles schön ein, dann können sie rein. Ich glaube, ich muss gleich erstmal Licht anmachen innen drin.
auch noch gleich eine Fahrkarte. Naja, meinetwegen. Hallo. Ja, hallo, auch noch eine. Und dann gibt er mir 10 Mark, Junge. Das ist aber zu wenig Geld, was ich zurückbekomme. Gib mir doch nicht so einen großen Schein. Ich nehme gerne den ganzen auch, ja, für das mich. Das ist zu wenig Rückgeld. Gibt ja schon. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Einmal Tageskarte. Heizung willst du auch noch anhaben? Ist doch warm genug, Mensch. Entschuldigung, da kriege ich aber noch ein bisschen was zurück. Ja, ja. Danke. Bitteschön, ja, ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt hier, ich merke das schon. So. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Fahren dann ohne Fahrplan. Wir fahren dann schon mal gleich los, glaube ich. Vorher noch mehr hier einsteigen, die eine Fahrkarte wollen. Ups. Gucken wir mal hier raus. Geht besser. Ah, oh, wird das mal auch grün hier. Da meckert wieder keiner, ne? Nur vom Fahrstil des Busfahrers. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein. Oh, das ist ein Riesenschein. Man muss mal so viel Kleingeld zurückgeben. Quietsch, quietsch, das ist schlimm mit dem Bremspedal hier, der kann man so schlecht nutzen hier irgendwie.
Da haben sie Glück, dass wir gerade da sind und nochmal eine Runde so fahren. Ohne Fahrplan. Ich liebe ja so alte Busse hier. Einmal Tageskarte. Einen normalen Fahrschein bitte. Ja, für Tageskarte war es gut, aber das hier 10 Mark wieder für eine. Dort habe ich kein Kleingeld mehr, Mensch. Oh, danke, wenigstens eine, die das mal passend hat hier. Na, dafür, dass wir hier fahrplanmäßig eigentlich nicht fahren sollten, stehen aber ganz schön viele hier rum. Waren gleich zu spät. So, dann mal weiter. Belohnen wir heute alle, die für zu spät kommen. Ja. Moin, ist aber eine Menge hier hörende Leute hier. Schön, schön. Den kommt mal rein, Jungs. Hallo. 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 Hoffentlich haben sie sich gut überlegt, mit mir mitzufahren. Auch ein bisschen weit gefahren. Guten Tag. Ja, guten Tag. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte. Ja, ist gut.
ganzen Tag. Der Tag ist ja nicht mehr lang. Sag mal, die wollen alle mit uns mitfahren, dann kann er gar nicht sein hier. Eigentlich fährt doch kein Bus um die Uhrzeit, ne? Ja, gut. Wir sind sozusagen der Lückenfüller. Also Ersatzbus oder was gibt's noch? Wie heißt das andere? Verstärker, genau, Zusatzbus. Wacht, wird da hinten gemeckert oder was? Dann fahr doch selber Auto, du. Oder kauf mir ein ständiges Lenkrad, dann geht's auch. Mann, da kommt aber langsam angefangen. Ja, ja, Kurzstrecke ist klar, mit 10 Mark. Oh, Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Warte, jetzt muss ich mir das mal selber. Jetzt, warte, jetzt bin ich ja selber gerade mal hier doch 8 Euro, war doch richtig. Achso, ich habe mal eine Mark. Jetzt. Ich will da nicht noch Rückgeld. So, Entschuldigung. Ups. Verklickert. Achso, da wollte jemand noch eine Heizung haben, ne? Wo war denn das noch? Hier irgendwo muss man doch, glaube ich, noch einschalten. Heiz, ach da. Heizung hin. Mit Heizung ist aber ganz schön laut hier. Jetzt wollen sie hier alle aussteigen. Doch nicht so gut gewesen, mit mir mitzufahren, hä? Hä? Wie die Tür noch aufgeben beim Fahren hier. Guten Tag, einmal Kurzstrecke. Ach, Kurzstrecke wieder.
Naja, zumindest nicht so viel Geld gegeben. Sehr gut, junger Mann. Und los geht's wieder hier. Aber einmal nach Freiberger Ring und dann gucken wir mal, ich weiß gar nicht, wo können wir denn noch anfangen. Ach, da hinten glaube ich 302 ist auch da. Na, gucken wir mal. Was? Welche Strafe? Welches Auto? So, können Sie reingehen und rausgucken. Dann nur so ein Hallo. Die heißt doch nicht Frau Nahles, Mensch. Und jetzt noch zum Zoo oder was hier? Zum Tierpark, ne? Ja, meinetwegen. Boah, fällt der Scheiße. Hey, das wollte ich ja überhört haben. Und weiter geht's. So, fahrt mal zu, Leute. Wir wollen hier auch durch. Boah, was ist das denn jetzt? Wie, was ist das da? Weiß ich das? Weiß ich, was da ist?
nimmt man Stotterbremse. So, und die holen alle zum Freiberger Ring jetzt. Hier steigen auch noch welche ein. Naja, gut, eine. Oh, steckt doch hinten ein, Mensch. Einmal kurz. Ach, das auch noch. Ich glaube, sie haben wieder was Falsches gemacht. Danke. Bitte. Der hätte aber auch laufen können. Also für die kurze Strecke. Tag. Reinspaziert, reinspaziert. Ach, da kommt schon wieder jemand. Frag gerade, hast du wieder keine? Eine Kurzstrecke. Ja, für die kurze Strecke muss man da wirklich noch mal einen Bus fahren. Ich weiß halt nicht. Naja, müssen die wissen. Ich muss echt sagen, mir ist diese Strecke sogar am liebsten hier von sie. Also ich kenne jetzt die neuen noch nicht. Da habe ich leider ein bisschen wenig investiert in letzter Zeit. Also in letzter Zeit ist gut, seit einiger Zeit. Letzte Add-on war, glaube ich, Hamburg Tag und Nacht, was ich gekauft habe. Und ich glaube, hier 3-Generationen-Bus oder so gab es auch noch. So.
Stopping. Jetzt müssen wir da seine, wie heißt das Zeug? Freiberger Ring. Bahnhof Neuendorf ist dann wieder die Rücktour. Also die fahren wir noch und dann gucke ich mal, ob wir den 302 da noch mal fahren. Und dann machen wir einmal Schluss. Hm. Warum geht das auf unsichtbare Fahrgäste? Keine Ahnung. Der hat was. Ja, mal schön vorsichtig hier vorbeifahren, ne? Nicht, dass er kratzt. Er kratzt natürlich hier. Ich kann auch hupen. Will ich nicht einsteigen? Wieso ist die auf?
Oh, habe ich den aus Versehen geklickt hier? Nee, den kannst du auch nicht. Die dachte, wir stehen im Weg oder was? Was denn da denn hier? Und die laufen da so rüber hier. Was ist hier los? Hey, wo sitzt denn der? Soll das ein Bus sein? Okay. Wir haben nichts gesehen. Wir fahren einfach los hier. Schnell weg. Ein Geisterbus. Laufen auch noch Leute über die Straße. Noch so langsam. Oh, hier steht keiner. Keiner aussteigen. Gut, fahren wir weiter. Können wir die Bushaltestelle streichen, unfrequentiert oder wie heißt das Zeug? Ja, die auch. Na ja, toll. Rotfahrt, Frechheit. Und dann will da auch noch einer einsteigen hier. Hast aber Glück gehabt, dass er gerade rot hat. Ja, gut. Will wieder keiner ein- und aussteigen. Können wir auch so weiterfahren. Wie soll ich anders fahren? Wir haben hier eine extra Busspur, das vergesse ich immer hier, da muss ich ja erst hier später links blinken eigentlich. Aber angefordert ist schon mal, das ist ja schon mal viel wert.
Ich dachte, es ist dafür, dass die Busse besser schneller durchkommen hier. Typisch. Und dann noch länger warten hier, oder was? Ich bin gerade beim Essen, Entschuldigung. So, jetzt hallo. Was soll ich wieder angefahren haben? Keine Ahnung. So gefällt mir das. Immer schön weiterfahren. Gut, es ist ja auch schon ein bisschen später geworden. Da fahren dann auch nicht mehr so viel mit. Da haben wir natürlich ein bisschen Übergröße geholt für die Tour hier mit dem Gelenkbus. Aber ist ja klar, vor der Ampel muss natürlich ausgestiegen werden. Das nehmen wir noch mit hier. Schnell durch hier. Schnell, 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 schnell. Ja, Omsi ist auch recht lustig. Macht auch Spaß. Auch wieder keiner da, okay. Fahren wir weiter. So fährt du, Mensch. Bisschen spät eingefahren. Ups. Eieiei, jetzt kommen wir nicht rum hier, hä?
Da haben wir uns gut festgefahren hier, Schiri. Hey, was macht denn der jetzt? Glitschen wir gleich durch hier. Warum kann ich nicht rückwärts fahren? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was das hier wird. Warum rutscht der, wenn wir gar nicht fahren? Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt die Fahrt nicht gar nicht. Nee, dürfen sie nicht. Können wir jetzt mal alles zum Aussteigen bringen hier. Na komm. Dann müssen wir das ja abbrechen, das Spiel. Nein. Die Fahrt mit dem. Eigentlich müsste es ja schaffen, wenn er hier rückwärts fährt, aber... Er fährt nicht richtig rückwärts. Na komm, 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 komm. Da können wir noch ein bisschen was retten hier. Wenn wir den einen hier anschieben müssen. Wie kann er denn dazwischen hängen hier? Er müsste eigentlich theoretisch rückwärts da rauskommen können. Theoretisch, wenn wir richtig hier lenken. Na, eigentlich tun wir das. Der Spiegel dürfte eigentlich auch nicht hängen. Und die laufen jetzt auch noch durch. Jetzt haben wir die wahrscheinlich umgefahren, weil wir hier standen. Ja. So, jetzt dürfen. Ja, aber jetzt funktioniert's. Eben geklappt. Müssen so ein bisschen hier ruppig fahren hier. Geht nicht anders, sonst kommen wir hier nicht raus.
Abend fährt er rückwärts. Probieren wir kurz was anderes aus. Da hinten ist halt die Welt zu Ende schon, aber ja gut, müssen wir wieder ein bisschen drehen hier. Ah, das klappt. So, aussteigen und wir rufen dann mal die Polizei an. So, 10 Minuten soll das gebaut haben, die schienen trotzdem noch doof rum hier. Genau, was ist das? Warum lenkt der so nach der Richtung? Gibt das ja das hier die, also irgendwie ich wollte mich doch hier verarschen. So, mal sehen, ob es wieder weitergeht. Ja, das hat geklappt. Ja, so.
habe ich die Bremse fast vergessen. Hallo? Haben wir Vorrang? Ja. Mist, jetzt kommen die Fußgänger. Und hier rüber? Ne, okay. Wenn wir Mineral... Hallo. Hallo. Guten Tag. Einmal die Kurzstrecke. Hallo, ja, ja. Habt ihr denn euch gut überlegt mitzufahren? Oh, was ist hier? Alle mit so großen Scheinen hier. Ja, ja, 1,10. So, dann kommen wir endlich mal weiter hier. So, dann fahren wir nachher Bahnhof Neuendorf einmal zur Linie 302 und fahren die nochmal. In der Hoffnung, dass wir da besser durchkommen als eben. Ah, ja, ja. Ich weiß, bin böser Busfahrer. Naja, wenigstens konnten die anderen Leute erstmal ein bisschen laufen, haben sie uns auch wieder sportlich betätigt, müssen die schon nicht zum Fitnessstudio rennen. Man muss ja immer das Positive sehen, ne? Thank you.
Tag, Tag. Einmal zum Bahnhof, ja. So, dann fahren wir weiter. Mal gucken, wie weit wir noch kommen werden. Zumindest Bahnhof Neuendorf haben wir gleich wieder erreicht. Peter spinnt jetzt total oder so. Irgendwas ist hier mit dem Bus nicht in Ordnung. Ja? Da steht ja einer rum hier, der irgendwie, ja, keine Außenmodell hat. Der sitzt, der Busfahrer, nur irgendwo in der Luft. Geisterbus hier. Was? Werksverkehr ist um die Uhrzeit auch noch unterwegs? Müssen wir uns beeilen und einmal drehen? Können wir die mitnehmen? Machen wir Werksverkehr. Wir müssen nachher noch einen unsichtbaren Bus fahren. Das wäre nicht gut. Ha, Schwein gehabt. Wegsverkehr hatte ich nämlich noch nicht gehabt hier. Zurück wieder.
Ja, nee, der ist es dann nicht. Ja, wie, warum nicht? Ja, wo steigen denn alle ein? Betriebshof. Aha, da wohnen die alle hin. Auch noch Fahrkarte? Jetzt ist es zu heiß, es ist zu kalt, was denn nun? Also, ja, in der Ruhe. Kann ich alles auf einmal, Junge. Dankeschön. Eine Tageskarte, bitte. Jetzt noch? Nee, ist ja deine. Geil, nicht meins. Nee. Danke. Guten Abend. Einen normalen Fahrschein. Ach, der Zwillingsbruder will nur einen normalen Schein. Ja. 1, 2, 3, 1, 50. Danke. Bitte schön. Einmal normal, bitte. Oh, wer wollen Sie normal? Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ja, sorry. Hallo, es fehlt noch etwas Rückgeld. Ja, kommt ja. Einmal bitte Kurzstrecke. Auch noch Kurzstrecke. Danke. Bitte schön, so. Alle drin. Dürft ihr alle rausgucken. Die wollen auch mal welche zustellen, okay. Hallo, einmal normal. Ja, wir haben normal, gibt's auch mal. So, hier möchte keiner mit, sehr gut. Werksverkehr rechts.
Wo muss jetzt der Werksverkehr längs? Hä? Geradeaus? Was sind die immer meckern hier? Führerschein gewonnen, oder was? Warum heizen Sie hallo. So? Boah, ist eine Hitze, kriegst du so Eier. Was kriegt der Eier? Guten Abend. Ruhe, hab das. Fenster aufmachen, wir sind hier nicht in der Sauna. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, wir haben hier Fahrkarten, ja. Unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Dankeschön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke. Einmal bitte. Nochmal, bitte. Eieiei, bist du alles haben wollen? Fehlt da nicht noch Rückgeld? Eine Tageskarte, bitte.
Das Bild hing da. Sag mal, was zappeln die da immer? Du machst grün. Für uns, danke schön. Irgendwas ist hier mit den Bussen passiert. Keine Ahnung. Und hier alle aussteigen? Ich dachte, die wollten bis zum Bahnhof mitfahren. Naja, gut. Na gut, wir haben ja auch nur drauf hier Betriebshof, Dieselstraße. Naja, klar. Also ich muss mir echt überlegen, ob ich irgendwas nochmal installieren muss hier. Irgendwie scheinen die Busse nämlich ein bisschen verkehrt zu laufen. Da muss ich wieder freischalten bei Aerosoft oder so ein Shit Chrome. Da läuft das auch nicht immer so gut hier mit denen. Ich habe noch die, wo sie gerade rauskam, da war ja Steam noch nicht. Naja, kam erst später. Ja, was machen wir? Fahren wir zurück zum Stützpunkt wahrscheinlich und machen dann erstmal Schluss und dann gucke ich mal, dass ich die Busse und so weiter wieder vernünftig hinkriege. Das sieht ja komisch schon so aus hier mit den ganzen Geisterbussen.
Kling, kling. Hatte mich da einer followed oder was hat er geplimmelt? Dankeschön für den Follow. Muss ich mal gucken, dass ich das hinkriege. Hi Bosch OGG oder wird das ausgesprochen? Hi, you can ask, but I don't know, because I can not so good speak on English. Sorry. Not so good English, no. Hallo KDNL und hallo TTV, Felix Plays. Ich fahre ja mit Lenkrad. Was heißt hier Einstellung auf Englisch noch? Muss ich mal gucken, ob ich das aufzeichnen kann. I don't know my settings now, but I can look that I can ja, mein Englisch ist echt für den Arsch momentan. Also ich komme jetzt gar nicht so schnell hinterher mit dem Nachdenken und fahren. Ich stelle mich mal eben kurz ab hier. Das Problem ist immer, dass ich zuletzt Dänisch gelernt hatte und ich habe die ganze Zeit dänische Wörter im Kopf und nicht mehr die englischen. Das ist ganz komisch. Yes, but Hafen City is much bigger than this road here. I don't know that the same settings also so good for this. Yeah, this it on. Ich mal eben gucken. Das zeichnet der nämlich gerade nicht mit auf die Einstellung. Mal gucken, dass ich da eben ein Fensteraufnahme reinmachen kann noch. Das war nicht das Richtige.
I have the settings only from a website, a forum, and this work fine, I think. Settings come from your, I think, graphic card. That must you, this must you calc from your maximal megabyte RAM. So, oh, we can see it. Little time now, we will try it on Hamburg Tag und Nacht. Neuendorf in weit mehr minimal map, a small map, and there it's easy to become good. Yeah, my English is really, really bad. Yeah, it's long time followed this map. Yeah.
When I wrote English, it's much better because there have I much more time to think about what I will vote and say something of English is it's very possible for me. Thank you, Kada. I think that's not all not right on this installation, yeah. It's failing by loading some things. Yeah, I must look first time next time because the registration again by Aerosoft that can be because there's much was failed here. Ja, auf jeden Fall sind hier noch einige Grafikprobleme zu sehen hier. Ich weiß gar nicht warum, aber das kann an der Registrierung liegen von Aerosoft. Das ist echt blöd. Ja, das habe ich zwar schon mal installiert wieder, aber irgendwie scheint das nicht hingehauen zu haben. Weil die Busse waren ja eben auch schon kaputt, aber hier das ist ja auch total kaputt. Naja, ich werde jetzt erstmal Schluss machen, dann werde ich ihn mal austesten. Und dann danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. So, I will end this stream. Thanks for looking and I will try again when I have look for this failed. Thanks and bye. Du gleichfalls auch gutes Wochenende. Gut Weekend.